E-Sports ist am Boomen. Er bringt uns die besten Plays ever. Virale Clips wie ein Typ, der auf der Bühne mit Word-Exe beim Cheaten erwischt wird, oder eine ganze Overwatch-League, die zugrunde geht, weil Blizzard irgendwie gar nichts mehr gebacken bekommt. E-Sport hat das Leben von so vielen Menschen verändert und eine komplett neue Branche geschaffen, die mittlerweile mehrere Milliarden Euro wert ist. Aber auch wenn E-Sport erstmal wirkt wie unser geliebtes Hobby auf der großen Bühne, gibt's hier deutliche Schattenseiten für alle, die einfach nur zum Spaß hier und da zocken. Jeder Game-Developer, der ein Multiplayer-Game released, will mittlerweile einen E-Sports-Blockbuster draus machen. Man vergisst, dass das Spiel automatisch eine E-Sports-Szene aufbaut, wenn das Spiel einfach passt dafür. Mittlerweile muss man sich fragen, ob so ein Zugang zum E-Sport zu irgendetwas führt. Die jüngere Vergangenheit der Overwatch League hat zum Beispiel gezeigt, dass man mit zu viel E-Sports ein Risiko eingeht, das nicht nur die Turnierszene gefährdet, sondern auch das Spiel als Ganzes. Man stellt nämlich Tryhards über Casuals. Hat E-Sports damit Multiplayer-Gaming als Ganzes ruiniert? Oder müssen sich Developer wirklich schon in der Konzeptionsphase entscheiden, ob sie lieber Casuals oder E-Sportler ansprechen wollen? E-Sports ist bei vielen Genres genauso ein Buzzword wie NFT. Als Marketingchef will man momentan, dass alles ein NFT ist. Am besten jedes Klopapierblatt mit QR-Code als NFT. Und bei den Gaming-Konzernen ist es E-Sport. Jedes Spiel muss unbedingt E-Sport sein. Es ist auch klar, warum das so ist. Es ist ja logisch. Sein Spiel auf riesigen Bühnen mit den Besten der Besten präsentieren bewirkt schon was Gutes. Das hat sich Overwatch auch gedacht und hat dabei den größten Flop überhaupt produziert. Die Overwatch League wollte E-Sports revolutionieren, ist aber nach 5 Jahren komplett eingegangen. Das zeigt wieder ein neues Problem auf. Nicht jedes Multiplayer-Game ist als E-Sports-Titel überhaupt geeignet, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so aussieht. Es hat schon einen Grund, warum Super Mario kein E-Sport ist. Ja, einerseits, weil Nintendo keine wirkliche Competitive-Szene zulässt für keines ihrer Spiele. Die würden am liebsten jeden klagen, der nicht genauso spielt, wie sie das geplant hatten. Aber andererseits ist es auch Fakt, dass Super Mario einfach kein geeigneter E-Sport-Titel wäre. Das zeigt auch den Kernpunkt des Problems, den die Developer nicht verstehen wollen. Natürlich sind kompetitive Events ein cooles Marketinginstrument. Natürlich sind Szenen von Spielern und Fans, die sich freuen oder ihren Tisch zerstören, die beste Werbung für ein Spiel. Auf lange Sicht gesehen kann das für die Casual-Fanbase aber schlechte Auswirkungen haben. Overwatch ist ein Beispiel mit vielen anderen Problemen. Aber Apex, ein Spiel, das wir selbst lieben, ist hier ein sehr gutes Beispiel. Alle Updates in Apex laufen bisher nämlich darauf hinaus, die Erfahrung in Ranked der anzugleichen, die Pros in den ganz großen Turnieren haben. Und das bedeutet 30 Minuten das Spiel nicht wirklich zu spielen, um dann in den letzten 2 Minuten 15 Squads im letzten Kreis fighten zu lassen. Bisschen übertrieben dargestellt, aber selbst im Bronze-Rank muss man hier schon grinden. Casuals, nun mal keinen Bock, schon für den Silber-Rank so richtig zu grinden, die Meta zu durchblicken und auch noch insanes Aim zu haben. Viele springen einfach ab. Ohne diese Playerbase gibt's dann aber viel weniger potenzielle Zuschauer. Ohne Zuschauer springen die Sponsoren ab und dann bricht das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Apex hat zwar mit dem jüngsten Update wieder etwas dagegen gearbeitet, aber der Trend ist durch die ganze Branche klar erkennbar. Wir vergessen immer mehr, was die Mehrheit an einem Spiel eigentlich Spaß macht. Wenn der Spaß geopfert wird, damit ein Spiel für die Profis passt, dann hat der Entwickler das Ziel eindeutig verfehlt. Genau das war auch ein Riesenthema in Overwatch und genau das ist auch Thema bei so ziemlich allen Competitive Games heutzutage. Stellt euch mal vor, COD würde sich mehr auf E-Sport konzentrieren. Die würden untergehen. Die fahren nun mal den richtigen Weg, um ihre Zielgruppe zu behalten. Overwatch hat versucht, jeden anzusprechen und dabei weder die Pros gecatcht noch die Casuals. Mittlerweile ist Overwatch ein Spiel, das man hier und da aufdreht und erstmal dann wieder einen Monat ruhen lässt. Als E-Sport ist es sowieso tot. Das Ding ist aber, dass Blizzard genau diesen Fehler schon mal gemacht hat. Nur haben sie scheinbar nichts daraus gelernt. In StarCraft 2 hat man lange nichts gegen den Swarm-Host gemacht, bis exakt dasselbe passiert ist. Eine Einheit, die so stark war, dass sie in jeder Skillklasse gespielt werden musste, um zu gewinnen. Spiele haben zum einen wesentlich länger gedauert und waren dann auch noch sehr monoton.
Ein einfaches Update zum Wohle des Spielspaßes hätte hier alles gefixt. Die Spieler sind deshalb in Scharen abgehaut und das, obwohl StarCraft auch eine Kampagne und andere Game-Modes hatte, auf die man hätte ausweichen können. Aber weil die Pro-Scene ja okay war, wurde eben nichts auf die Schnelle umgesetzt. Aber nicht nur die fehlende Balance ist problematisch bei Spielen, die immer kompetitiver werden. Oft nutzen die Profis direkt ihren Einfluss, damit das Spiel nach ihren Wünschen aufgebaut oder auch gepatcht wird. Natürlich haben Pros auch deutlich mehr Ahnung von ihrem Spiel als irgendein dahergelaufener Casual, aber das bedeutet nicht, dass die Meinung eines 100%igen Tryhards, der sein Geld mit dem Spiel verdient, die Meinung der allgemeinen Community widerspiegelt. Das Problem ist nicht, auf die Meinung eines Pros zu hören. Das Problem liegt eher darin, das gesamte Spiel in diese Richtung zu bewegen. Content-Creator wünschen sich Lobbys, wo sie gegen schlechte Leute spielen, für gute Clips. Pros wünschen sich schwere Lobbys, um sich beweisen zu können und zu trainieren. Casuals wünschen sich ausgewogene Lobbys, wo sie weder komplett zerrissen werden, noch easy durchfahren können. Das lässt sich so alles leider nicht wirklich kombinieren. Und momentan gewinnt leider am ehesten das Konzept der Pros. Selbst in Casual Game Modes findet man mittlerweile überall Skill-Based Matchmaking, anstatt hier unbeschwerte, durchgemischte Lobbys zu haben. Seine Playerbase kennen und pflegen. Darum geht's. Ein gutes Beispiel dafür ist Fortnite. Obwohl in Fortnite Weltmeisterschaften mit Millionen an Dollar an Preisgeld vollgepumpt werden, hält sich der Zuschauerandrang in Grenzen im Vergleich zu der Menge an Geld, die Epic Games bei jedem Turnier reinwirft. Sogar Mobile Games mit wesentlich weniger Preisgeld haben mehr Zuschauer. Epic checkt das und konzentriert sich auf mehr als nur E-Sport. Mit den ständigen Collabs und auch den gigantischen Konzerten wie dem von Travis Scott kann man die Playerbase unterhalten. Dafür braucht's keinen E-Sports, der früher oder später immer irgendeine Gruppe verärgert. Sie haben einfach eingesehen, dass ihr Spiel nicht der beste E-Sports-Titel sein wird. Dafür ist Fortnite einfach zu zuschauerunfreundlich mit dem Looten und dem Bauen. Sie sind zu dem zurück, was ihr Spiel groß gemacht hat. Den Casuals. E-Sports ist cool, aber kein einfacher Zusatz für jedes Competitive-Spiel. Das muss eingesehen werden. Nicht einmal Counter-Strike, das E-Sports-Paradebeispiel, würde ohne Community-Fokus überleben. Counter-Strike ist so groß wegen den ganzen Mods, von Surfen bis zu Jailbreak. Sie schaffen es, ein fast perfekter E-Sport zu sein und daneben auch noch die Casual-Community zu bedienen. Ein Faktor, der Valorant auf lange Sicht zum Beispiel fehlen könnte. Um es nochmal klar und deutlich zu sagen, wir brauchen weniger Tryhard und mehr Spaß. Und zwar schon beim Grunddesign eines Games. Was sagt ihr? Würdet ihr zustimmen oder seid ihr gerne am Tryharden? Sagt's uns in den Kommentaren oder gerne auch mir im Livestream. Okay, bye!